Ja, hi Leute, willkommen zur zweiten Folge der diesjährigen Staffel unserer Präparationsserie. Heute haben wir ein echtes Juwel vor uns, eine Rutilinae-Art neben den Cetoniinae, ja, eine der begehrtesten Unterfamilien der Scarabaeidae, da sie eben häufig so wunderschön metallisch gefärbt sind, manchmal auch nicht metallisch, aber trotzdem sehr, sehr knallige, schöne Farben und ja, diesen rundlichen, eiförmigen Körperbau mit den großen Augen vorne, dass sie so ein bisschen niedlich erscheinen lässt. Unter Sammlern, vor allem auch unter nicht wissenschaftlichen Sammlern, eine sehr beliebte Gruppe und auch noch eine relativ unbearbeitete Gruppe, also da werden immer noch sehr, sehr viele neue Arten beschrieben. Ja, das hier ist Chrysophora chrysochlora. Chrysophora ist eine monotypische Gattung. Es gibt also nur diese eine Art Chrysophora chrysochlora in dieser Gattung und ist wohl relativ nah mit der Gattung Chrysina verwandt. Das kennen auch einige, also diese Gattung. Das sind diese komplett silbernen und komplett goldenen, die aussehen wie angesprüht in dieser Gattung dabei. Erzielen teilweise auch sehr, sehr hohe Preise, die Chrysina. Hier die Chrysophora, die waren relativ günstig. Ja, da habe ich das Pärchen für unter 10 Euro bekommen. Sind auch relativ häufig. 1811 wurden die von Latreille beschrieben, damals noch unter dem Namen Rutila chrysochlora. Die Exemplare wurden von Humboldt gesammelt während einer Peru-Expedition und Serville hat dann 1825 die Gattung Chrysophora aufgestellt und diese Art als einzige dort eingegliedert. Die Männchen können bis 40 mm lang werden, ja, die Weibchen bleiben in der Regel kleiner und ja, es gibt auch noch einen weiteren Sexualdimorphismus, wie man unschwer erkennen kann. Ja. Hier die Männchen haben diese froschartig verlängerten und verdickten Hinterbeine, ja, also mit richtig dicken Schenkeln, richtig dicken Femora hier, auch die Coxen sind ziemlich groß und diese verlängerten Tarsen auch hinten. Und ja, beim Weibchen ist das eben nicht der Fall, ja, die haben normale Beine, Hinterbeine, sag ich mal. Und ich vermute mal, das dient dem Männchen zum Festhalten bei der Paarung. Und ja, so kann man Männchen und Weibchen ganz, ganz einfach voneinander unterscheiden. Und jetzt könnt ihr leider in diesem Licht nicht annähernd die volle Farbenpracht dieser Tiere hier sehen. Unter Tageslicht ist das echt überwältigend. Ein wunderschönes Grün. Ja, hier ist es jetzt eher so ein gelbliches Grün in dem Licht, leider. Das ist aber unter Tageslicht nochmal ganz anders und hier auf den Beinen dann noch so ein roter und blauer Schimmer. Die Tarsen sind blau, also richtige kleine Regenbogenkäferchen. Die Art kommt in Kolumbien, Ecuador und Peru vor. Diese Exemplare hier wurden im Piura Department in Peru gesammelt im März 2017. Die Hauptsaison soll von September bis November sein, aber es gibt wohl anscheinend nochmal eine andere Saison, wo vielleicht nicht ganz so viele Tiere unterwegs sind, von Februar bis Mai. Habitat ist tropischer Regenwald von 500 bis 1000 Metern über dem Meeresspiegel. Und ja, die Käfer sind tagaktiv, wie die meisten Rutilinae, oder wie viele, sagen wir mal so. Es gibt auch viele nachtaktive. Und fressen Blätter von Pflanzen, unter anderem auch von Flieder zum Beispiel. Ja, das kennt man ja auch von hier, dass da gerne mal einheimische Rutilinae drauf sitzen. Popea zum Beispiel oder Philoperta horticola, Anomala. Sowas findet man auch öfter mal in Flieder. Ja, also unterscheiden sich die Cousins von der anderen Seite vom Teich auch nicht. Kann ich noch was zu dieser Art sagen? Interessant wäre eventuell noch, dass von manchen Indianerstämmen, die dort in den Gebieten leben,
diese Käfer auch als Schmuck verwendet werden. Also da verschiedene Käferteile, zum Beispiel die Elytren oder teilweise auch die ganzen Käfer, werden dann da zu Schmuck verarbeitet oder zu irgendwelchen Zeremonien, Objekten. Die werden dann damit noch verziert. Das ist leider eigentlich schon alles, was ich euch zu dieser Art erzählen kann. Mehr habe ich jetzt nicht herausfinden können. Und bei diesen Käfergruppen bin ich jetzt auch nicht ganz so versiert wie bei den Lucanidae. Deswegen werden hier die Vorbesprechungen etwas kürzer, aber eventuell ist das ja auch besser. Also ich bin mal gespannt, wer sich die letzte Folge mit den Odontolabis castelnoi bis zum Ende komplett angeschaut hat. Ich glaube, das war kaum einer von denen, die jetzt hier eingeschaltet haben. Das war auch echt ein bisschen zu lang. Ich versuche mich demnächst vielleicht auch etwas kürzer zu halten, wenn es nicht ganz so viel zu vergleichen zum Beispiel gibt. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Die Käfer sind relativ klein, deswegen können wir sie jetzt hier zusammen auf einem Block präparieren. Wir können jetzt gerade mal messen. Zack. Wir messen jetzt hier auch nicht die Abdomenspitze mit, sondern nur bis zum Rand der Elytren. Ja, es sind 34 mm. Ich weiß nicht, worauf sich diese 40 mm Größenangabe beziehen, ob dann auch hier das Abdomen noch mitgemessen wurde oder ob es dann einfach auch nochmal größere Exemplare gibt, die dann eben bis zum Elytrenrand 40 mm haben. Kann auch gut sein. Okay, ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an und schnacken nicht mehr weiter. Okay, war jetzt doch schwieriger, deutlich schwieriger als ich dachte. Vor allem hier beim Männchen, diese hintere Tarse wollte einfach nicht mitspielen, so wie ich es wollte. Es hat jetzt länger gedauert und wird am Ende eventuell dann auch nicht ganz so perfekt symmetrisch aussehen, aber ich krieg's jetzt gerade einfach nicht besser hin. Und bevor wir irgendwas abreißen oder kaputt machen, lassen wir es so. Und ja, das Weibchen ist wie gewohnt etwas unkomplizierter. Ne? Da sind halt weniger markante Körperteile, die in Szene zu setzen sind, sag ich mal. Ne? Und das habe ich beim Männchen dann doch versucht mit den Hinterbeinen. Wir lassen den Käfer jetzt trocknen und dann schauen wir in ein paar Tagen mal, wie es geworden ist. Ja, okay, die Käfer haben jetzt 4 Tage getrocknet auf der Heizung. Das Weibchen war sehr, sehr am Auslaufen, wie ihr seht. Deswegen habe ich sie auf die Heizung gestellt, damit da jetzt nicht irgendwie noch was anfängt zu schimmeln oder so während der Trocknungszeit. Damit es auch einfach was schneller und effektiver geht. Fangen wir mal an. Ich hoffe, es ist einigermaßen symmetrisch geworden.
Ja, das Männchen ist irgendwie noch immer ziemlich weich und die Tarsen, da war die Mühe quasi umsonst, die sind gerade beim Abnabeln einfach wieder in Ausgangsposition zurückgesprungen. Vor allem die Hinterbeine sind noch sehr, sehr weich. Naja, aber das heißt, wir können hier eventuell sogar noch ein bisschen was fixen. Zum Beispiel einfach so. Naja, nicht ganz. Das werde ich gleich dann machen, wenn das Video zu Ende ist. Hier ist ja noch einiges an Bewegungsspielraum an den Beinen. Damit wir das dann wieder einigermaßen symmetrisch haben. Irgendwie erinnern die mich an Sagra, also diese Blattkäfer, aber auch die Männchen, diese Froschbeine haben. Sind natürlich überhaupt nicht mit denen verwandt, aber daher kennt man eben auch diese Beine. Ja. Allgemein gibt es relativ viele Käferarten, bei denen die Männchen so verdickte Hinterbeine haben. Vermutlich dient es dann zum Festhalten bei der Paarung. Manche können damit auch springen, vor allem manche Blattkäfer, die Sagra übrigens nicht, diese hier auch nicht. Aber da gibt es auch so ein paar Gesellen, die da springen können. Ja gut, es wurden auch die Larven und Puppen von dieser Art hier beschrieben, von Chrysophora chrysochlora. Da ist mir aber nicht bekannt, ob das Exemplare aus Zuchten waren, die da beschrieben wurden, oder ob die aus dem Freiland waren. Aber ich denke, es ist bestimmt möglich, auch diese Art zu züchten, wenn man denn irgendwie an lebende Exemplare kommt. Frag mich nicht, wie das geht. Ich habe keine Kontakte nach da, wo es die Käfer gibt. Also, ja. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.